Sobald wir uns der Königin entledigt haben, werden wir das Todesfeuer von Grund auf stärker und widerstandsfähiger machen. Die Hasanui ballt mit ihrer linken Hand eine Faust. Ihr könnt nicht einfach 1000 Jahre Ruana-Kultur mit eurer eigenen ersetzen. Wir haben das alles über das Mainland von Rawatai. Where we have forged a great nation from warring peoples. Wir haben das auf dem gesamten Festland von Rautai getan, wo wir einander bekämpfende Kasten zu einer einzigen großen Nation geformt haben. Edea nickt und zwinkert, Alof wirft ihr einen gequälten Blick zu. Was wegen traditionell? Sicherlich gibt es eine andere Möglichkeit. We must take action or risk being swept away by those who do. Wir müssen handeln oder riskieren, von denen weggefegt zu werden, die es tun. On my signal, the cannons of the Brass Citadel will fire, and our ships will bombard Queen's Berth. Auf meinen Signal hin werden die Kanonen der mächtigen Zitadelle feuern und unsere Schiffe werden den Ankerplatz der Königin bombardieren. That should draw enough attention away from the palace to allow you to infiltrate. Das sollte die Aufmerksamkeit lang genug vom Palast abhängen, damit du eindringen kannst. Ihre Schultern entspannen sich und ihre Augen zeigt sich ein entschlossener Glanz. Und wie ich die Königin kenne, wird sie auf dem Dach des Palastes abwarten, bis die Gefahr vorbei ist. Sie nickt sich selbst zu, bevor sie dich wieder ansieht. I advise caution and stealth. The Queen will send many of her soldiers to the harbor, but those that remain will be on high alert. Ich rate zu Vorsicht und Heimlichkeit. Die Königin wird viele ihrer Soldaten zum Hafen schicken. Doch diejenigen, die verbleiben, werden in höchster Alarmbereitschaft sein. Alles klar. Und das wollen wir genau jetzt abziehen? Du willst einen Hafen von unschuldiger Menschen angreifen? Und was ist mit meinem Schiff? Es liegt im Ankerplatz der Königin. My cannoneers are the very best. Your ship will not be damaged. Meine Kanoniere sind die Besten der Besten. Dein Schiff wird nichts abbekommen. So genau könnt ihr auch nicht feuern. Du willst einen Hafen von unschuldiger Menschen angreifen? I'm going to sink Valiant ships and damage their infrastructure. Trust me, I want to avoid casualties. Wir werden valianische Schiffe versenken und ihre Infrastruktur beschädigen. Glaub mir, ich will Todesopfer vermeiden. I'm sending you to assassinate the Queen, because I don't want to massacre her people. Ich lasse dich ein Attentat auf die Königin ausführen, damit ich ihr Volk nicht abschlachten muss. Sie senkt den Kopf und wartet auf dein Verständnis. Und der Prinz? Ihn anzugreifen würde wahrscheinlich den Palast alarmieren und die Königin ist dein Hauptziel. Ihn zu verlieren wäre jedoch zweifelsohne ein schwerer Schlag für Duana, sollte es dazu kommen. Ich kann das nicht tun. Du stehst so close to greatness, to rebuilding broken lands and reversing the path of storms, and you lose your nerve over one life? Du bist so nah dran, Großes zu leisten, zerbrochene Länder wieder aufzubauen und die Bahn der Stürme umzudenken. Und du verlierst die Nerven wegen einem Leben. Sie schüttelt den Kopf, um ihre Enttäuschung und Wut zu verbergen. Ich kann dich jetzt nicht gehen lassen. Sie nickt ihren Wachen zu, die ihre Waffen ziehen. Okay. Das heißt, die sind auch mal erst vom Tisch. Laden wir den Spielstand. Hoffentlich stürzt das Spiel nicht schon wieder ab. Das ist doch alles KG. Jetzt habe ich die Valianer, die die Klinke dem Todesfeuer in die Hand geben wollen, und das Todesfeuer, das die Klinke den Ruana in die Hand geben will. Zum Glück habe ich die Keo nicht dabei gehabt. Wobei ich gern gesehen hätte, was dann passiert wäre. Okay, das heißt, das Letzte, was wir ausprobieren können, sind die Principis in Patrena. Ob vielleicht Eldis bereit ist, mit dem Rest des Todesfeuers zu koexistieren. Über das Meer. Wenn ich halt wüsste, wo ich das passende Segel herkriegen würde, weil ich habe bis jetzt nur einen Rumpf, kein Segel, würde ich einfach alleine reinfahren und auf alle anderen kacken.
Und ihnen und Eotas sagen, mach's kaputt, die verdienen es eh nicht. Jetzt haben wir noch mal zu dem geilen Buch. You open Wodica's book, but the goddess does not. Ne, nichts hier. Das heißt, vor Todeslicht steuern wir jetzt mal an. Unterwegs entlassen wir Maya und holen Seraphin wieder rein. Und ach, Xoti auch. Können wir hier Vorräte kaufen? Ja. So, 25 Silberflossen. Mehr für die Nahrung. Oh, das heißt, jetzt geht's weiter nach Fort Todeslicht. So, Eldis. Verbünden wir uns jetzt gegen Forante. Befehlszelt. Das ist immer noch alles aus Stein hier. Eldis, da bist du. Ah, Captain. Beholding you never ceases to be a wonder. I only wish we met under more pleasurable circumstances. Ah, Captain Hagem, es ist immer vom Neuen ein Wunder, dich zu betrachten. Ich wünsche nur, wir wären uns unter angenehmeren Umständen begegnet. Sie reibt sich mit dem Daumen über die Unterlippe. In ihrem schwarzen und blauen Augen steht das Verlangen nach Blutvergießen. Nach anderen Dingen. You wanted to speak with me? Well, consider me a captive audience. Du wolltest mit mir reden. Betrachte mich und meine Aufmerksamkeit ganz als gefangen. In den Palast zu stürmen war ziemlich dreist. Denkst du das nicht auch? But necessary. Do you disapprove of my tactics? Ei, und... Aber notwendig. Bist du mit meinem Vorgehen nicht einverstanden? Spielt keine Rolle. Ich möchte nur wissen, wie du nach Hokkaido kommen willst. The storms would be problematic for sure. If I didn't already have a plan to take command of the floating hangman so as to utterly quell them. Die Stürme wären auf jeden Fall ein Problem, wenn ich nicht schon den Plan hätte, wie ich das Kommando des fliegenden Henkers übernehme, um sie völlig zu unterdrücken.
We'll sail on through easy as you please. But first, I have a bit of research to hunt down. Last bit of the puzzle, if you will. Wir werden einfach hindurchsegeln, so wie es dir gefällt. Aber zuerst muss ich noch etwas erkunden. Das musste Puzzle Time, wenn man so will. I'll let you know when it's all set, lovesome. Ich melde mich, wenn alles bereit ist, Schätzchen. Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Forente hat den Rat davon überzeugt, dich hängen zu lassen. How fucking dare he! Wie freundlich und ladylike sie doch ist. Wie kann er es wagen? Wild dreht sie am Sulnett an ihrer Halskette. So I should hardly be surprised after all you've told me. There's only one way to take the floating hangman. And that's through the death of a captain. Nach allem, was du mir erzählt hast, sollte mich das nicht überraschen. Es gibt nur einen Weg, den fliegenden Henker zu übernehmen. Du musst den Kapitän töten. Him or me. Ihn oder mich. Ja, du weißt etwas über den fliegenden Henker, was du mir nicht verrätst. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worauf du damit anspielen willst, Schätzchen. You're not buying it, eh? Hm. Du kaufst es mir nicht ab, oder? Sie schnaubt. Yes, it was only a matter of time. I knew the spies I strung up by their guts couldn't have been the only ones. They were just the poor squabs who got caught. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, vermute ich. Ich wusste genau, dass diese Spione, die ich da in ihren eigenen Gedärmen aufgeknöpft habe, konnten nicht die einzigen sein. Sie waren nur die armen Jungspunde, die man erwischt hat. Was willst du mit Forante machen? Ihn umbringen? Könnt ihr denn nicht zu irgendeine Übereinkunft kommen, Forante und du? Aus mit der Sprache oder töte dich und lese es in deiner Seele. Bade es mir und ich werde dafür sorgen, dass man dich anständig verhandelt. Was hast du vor? Was willst du machen, Forante umbringen? Oh, for casting me under in a farce of a trial. I'm going to cut his prick off and make him eat it. Ei, weil er mich in einer Verfahrenssprosse reingelegt hat? Ich werde ihm den Schwanz abschneiden und ihn zu fressen geben, ja. Forante covets the floating hangman in order to enforce his control of the Principe, not to protect us from our outside enemies, nor to beat your rampaging god to Ukaizo. Forante ist auf dem fliegenden Henker scharf, um die Kontrolle über die Principi zu gewinnen. Und nicht etwa, um uns gegen Feinde von außen zu schützen. Oder vor deinem tobenden Gott in Ukaizo zu sein. Vor deinem tobenden Gott. But I'm two leagues ahead of Forante. I know how to summon and command the floating hangman. Aber ich bin Forante zwei Wegstunden voraus. Ich weiß, wie man den fliegenden Henker herbeiruft und kommandiert. Of course, I destroyed the information as soon as I uncovered Forante's spies. You'll never learn it without me. Natürlich habe ich die Informationen vernichtet, sobald die Forantes Spion entdeckt hatte. Ohne mich wirst du sie nie erfahren. Ja, verschaff mir den fliegenden Henker und ich verschaff dir die Prinzipien. I'm happy to work with you, lovesome. I've been after a partnership with you for a long time. And I think you know that. Ich arbeite gern mit dir zusammen, Schätzchen. Ich strebe schon lange eine Partnerschaft mit dir an und ich glaube, das weißt du auch ganz genau. But if we're to help each other, there is one thing I want from you in return for the floating hangman. I'll sail. Kann ich noch mal kurz laden? Ich will das noch mal richtig machen. Ja, hier. Weil ich habe da wirklich die falsche Option gewählt. Gut, also nochmal. Ah, Captain, you wanted to speak with me? Aye, but necessary. The storms would be. We'll sail on. I'll let you know when it's all safe. Ja, die Vorrande warten. Or me. Ja. Forante ist überzeugt, dass die Information mit dem fliegenden Henker zurückhält. He thinks now, does he? Er glaubt was? Er weiß es. Ja, das kennen wir schon. Was hast du vor? Leben oder Tod, genau darum geht es. Die gesamte Zukunft der Principi steht auf dem Spiel. Das kennen wir schon. Kennen wir auch schon. Of course, I destroyed the information as soon as I uncovered Forante's spies. You'll never learn it without me. Ich dachte, wir wären uns einig. You're right.
I do want to trust you.